Ja, Adam, Sie sind ja die Galionsfigur, der sogenannte Rambock, der Initiative Zeit für die Mutigen. Der Punkt ist der, wenn es jetzt das Jahr, wenn Sie sagen, was passiert in der Zukunft, wenn Sie nichts geschehen, dann wäre ich ja zumindestens schauen, dass ich, ich habe noch keine Lösung, ich sage es ganz ehrlich, irgendwann wäre es konsequent, sich aus der Partei zu verabschieden, aber dann würde ich es nicht machen, so wie Lafontaine, so heimlich, dann würde ich es mit Knallen und Pauken und Trompeten und alles mitreißen, was geht. Meine Leute aufhetzen bis zum geht raus, macht die Partei kaputt, aber das will ich nicht. Ich bin kein Spalter, ich möchte die Partei von innen rauf gesunden. Das möchte ich gar nicht sagen, Britschen, das war jetzt etwas sehr Kühnes, was ich sagte. Mein Vorwurf ist natürlich auch derjenige, dass die SPD natürlich auch ihren Kern mittlerweile auch schon verloren hat. Sie hat mehr oder weniger diejenigen, die für sie eigentlich das Klientel ist, nämlich der kleine Mann auf der Straße, verloren. Und leider muss ich sagen, ein Großteil wandert jetzt zur AfD oder zur Pegida oder was. Wir müssen auch von den Linken lernen manchmal, dass die Konsequenz ihrer Forderung auch in uns, an uns zunächst einmal gerichtet ist in erster Linie. Die Linken sind eine enttäuschte Partei, von der SPD enttäuscht, ein Großteil ist dort abgewandert. Für mich ist langfristig die Zielsetzung die, wieder zusammenzugehen. Wieder einmal, muss nicht sein, dass wir immer die Hand ausstrecken, es kann auch von Ihnen kommen, aber die Hand nicht abwehren, sondern Sie interessehalber mal prüfen, was bietet ihr uns, was sagt ihr uns. Und dann müssen wir zusammenkommen, müssen wieder reden. Wir haben eine fürchterliche, ja fast so eine psychopathische Scheu, mit Linken zu debattieren. Und das muss aufhören. Wir müssen die Debatten auch mit den Linken führen, wie wir es mit den Grünen führen, wie wir mit denen führen, die uns näher stehen. Und eins ist auch klar, und das sage ich hier ganz offen, die Grünen und Linken stehen uns näher als die CSU und CDU. Jetzt haben Sie ja als Mitverfasser des Manifests an die Mutigen vor ungefähr einem Jahr damit begonnen, die Partei von innen heraus, zumindest die bayerische von innen heraus, zu reformieren. Hat sich denn von der Abfassung des Manifests bis jetzt schon merklich was getan? Merken Sie etwas, dass die Initiative, wenn sie auch immerhin, ist sie jetzt mittlerweile ja bundesweit schon ein bisschen ein Begriff, merken Sie Veränderungen? Sehr wenig, sage ich ganz ehrlich, weil wir werden natürlich von der Parteiführung negiert und entsprechend auch, ich habe wirklich in der Zeit auch noch kein einziges Mal einen Kontakt bekommen von der Parteiführung, also von der Landesleitung. Wir sind für sie die Persona non grata, die machen Wind. Die Partei erstickt und verkrustet in ihrem Harmoniebedürfnis. Kann man in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, was stinkt Ihnen gewaltig? Mir stinkt am meisten, dass sich die Partei allmählich zu einem neoliberalistischen Partei der Konzerne entwickelt hat. Ein Beispiel, wenn ich also allein schon die 4.000 Euro Kaufprämie für E-Autos anschaue, anstatt den infrastrukturellen Bereich zu fördern für E-Autos, macht man eine Kaufprämie. Da bekommt also eine Ministerratsgattin für ein Auto wie Tesla 4.000 Euro geschenkt von unserem Steuergeld und geht bei der SPD gar nicht. Das ist für mich pervers. You are ready to wake up.